Mein Name ist Dr. Holger Kellerbauer. Wir sind hier in der Absauberhalle 2 der EMC-Test NRW GmbH in Dortmund und messen heute die Transmission von KH-Profilen der Firma ITEM. Manche Kunden möchten erreichen durch den Einsatz von KH-Profil, dass ihre Konstruktionen generell nicht leitfähig sind. Andere setzen KH-Profile ein, damit sie ihre Konstruktion in EMV-Messräumen in Form von, wie hier, Messtischen oder Stativen einsetzen können. Wir haben zwei Antennen, die wir gegenüberstellen. Wir nehmen einmal den unbelasteten Fall, wo die eine Antenne sendet und die andere empfängt mit nichts dazwischen. Dann stellen wir einen Probekörper zwischen die beiden Antennen und schauen, inwieweit sich Unterschiede zeigen. Damit kann die Messung starten. Die Transmissionsmessung ist letztendlich ein Versuch, die Materialeigenschaften zu bestimmen. Bei der Transmissionsmessung kann man feststellen, welche Energie vom Material absorbiert und welche reflektiert wird. Und durch diesen Gesamtwert, den man dann herausbekommt, sieht man, wie transparent das Material am Ende ist. Nach Abschluss der Messung liegt uns das Ergebnis jetzt vor. Wir können hier sehen, dass bis 2 GHz die Anzahl der metallischen Verbindungen eigentlich keine Auswirkungen auf das Transmissionsverhalten hat. Das KH-Profil ist damit wunderbar geeignet für alle möglichen Anwendungen bis 2 GHz, für Prüftische, für Halterungen, für Regale. Gegenüber dem sonst verwendeten Holz oder Styrodur hat es den Vorteil, dass es einmal weniger Restfeuchte als Holz enthält, auch eine höhere Haltbarkeit hat natürlich durch den Plastikanteil. Und gegenüber Styrodur und Styropor ist halt die Festigkeit doch deutlich höher und das einmal gebaute Mobiliar ist letztendlich länger haltbar. ITEM, Ihre Ideen sind es wert.